Liebe Freunde, ich möchte euch heute was ganz was Interessantes zeigen. Und zwar, es hat mich zwar etwas Geld gekostet, aber hier kommt meine neue Errungenschaft. Hier haben wir einmal einen Sony. Das ist eine Actionfigur von Ratchet & Clank. A Crack in Time, was richtig cool ist. Genau, das Problem ist, er steht halt nicht wirklich. Der Kopf lässt sich einmal komplett drehen. Er bleibt halt nicht wirklich immer stehen. Und dazu, wer es weiß, was zu dieser Actionfigur noch dazu kommt, ist... Ich tease es mal ganz leicht an. Genau. Dr. Nefarious. Sein Blaster des Todes. Richtig cool. Der Typ kann auch stehen. Kann auch seinen Kopf leicht drehen. Okay, er kann einmal komplett umdrehen. Schaut creepy aus. Was ich richtig cool finde, sind die ganzen Details, was man hier so sieht. So vom Kopf und so. Und auch die Waffe, die er in der Hand hält. Die kann ich ihm mal rausnehmen. Das ist ein kleiner Blaster, den er hat. Richtig, richtig schön. Third Person Modus. Tot. Ja, finde ich nicht schlecht. War mal ein Kindheitstraum von mir, dass ich mir das mal zusammen spare und hole. Im Nachhinein, wenn ich so sehe, dass die Ratchet-Figur tatsächlich noch verkauft wird, aber für was für einen Preis? Wieso geht das jetzt nicht mal rein? Da denke ich mir auch so, Leute, was stimmt mit euch nicht? Bei eBay, hier die Arme lassen sich auch ganz gut bewegen. Aber in verschiedenen Winkeln, richtig nice. Ich habe es so hingestellt. Hier könnte man ihm vielleicht noch irgendwas in die Hand geben oder so. Wenn ich das gerade so sehe. Nein. Ratchet wird verkauft für ca. 200, 300 Euro. Ist mir viel zu viel. Das Problem ist, diese Figürchen, die bleiben nicht wirklich stehen. Vor allem der Zorni. Da haben sie irgendwas mit den Füßen gemacht. Das ist nicht richtig. Jetzt steht er tatsächlich. Ich darf mich halt nicht ganz langsam. Genau. Die Kamera steht auf dem kleinen Stativ drauf. Genau, das ist nochmal der Sony. Und das ist Dr. Nefarious. Yeah. Finde ich richtig cool. Damals wollte ich mal mit diesen Figuren so einen kleinen Film drehen, bis ich es dann doch gelassen habe, weil ich habe damals mit Knetfiguren habe ich Ratchet und Clank Spielzeuge gebaut und so kleine Stop-Motion-Filme gemacht. War leider nur ein Frame pro Sekunde, also nicht wirklich. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist jetzt zwar nur was Kleines, weil ich die Woche leider keine Zeit hatte für was Richtiges. Wenn ihr noch Ideen habt, was ich noch machen könnte über Ratchet & Clank, dann schaut gerne mal rein. Oh, und außerdem, Ratchet & Clank für die PS4 ist jetzt kostenlos in dieser Play-at-Home-Kampagne von Sony. Richtig cool, holt es euch auf jeden Fall. Es ist richtig, richtig nice. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit, dieses Spiel nochmal komplett durchzuzocken. Und wir sehen uns beim nächsten Video.